Wenn man an einen Fußballer denkt, dann hat man meistens viel Geld, volle Stadien, Titel und Trophäen im Sinn. Täglich kämpfen Millionen von Jungsportlern rund um den Globus um genau diesen Traum: einmal ein Fußballprofi zu werden. Einige schaffen es, aber der Großteil schafft dies nicht. Dies liegt aber nicht immer am mangelnden Ehrgeiz oder Talent. Häufig ist es die Gesundheit oder andere Umstände, die jemanden unverhofft und plötzlich einen Strich durch die Rechnung machen. Es gibt jedoch auch die Fälle, die alles haben: Talent, Ausstrahlung und das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Doch sie schaffen es am Ende trotzdem nicht. Oftmals trifft es genau diese Fälle letztlich am härtesten, da sie von klein auf gesagt bekommen haben, wie gut sie sind und was sie alles erreichen werden. Sie verdienen früh viel Geld und bekommen Anerkennung für ihre Fähigkeiten. Um euch einmal näher zu bringen, wie schlimm so eine zu Beginn verheißungsvolle Karriere enden kann, möchte ich euch heute von Jacob Mellis erzählen. Viele von euch werden bestimmt noch nie von ihm gehört haben. Das liegt daran, dass seine Karriere nie so verlief, wie es ihm viele prophezeit hatten. Schwer vorstellbar, aber dieser junge Mann gab am 23.11.2010 sein Champions League Debüt und stand mit Spielern wie Didier Drogba und Nicolas Anelka auf dem Rasen. Knapp 12 Jahre später war er obdachlos und kämpfte Tag für Tag um seinen Schlafplatz. Aber wie konnte es so weit kommen? Lasst uns dafür einen Blick auf seine Karriere werfen. Denn schon früh im Jahre 2002 begann der damals 11-jährige Mellis seine fußballerische Laufbahn bei Sheffield United, einem englischen Traditionsverein. Seine Fähigkeiten waren unverkennbar und 5 Jahre später, mit 16 Jahren, war der FC Chelsea bereit, für einen damals 16-Jährigen 1,3 Millionen Pfund auf den Tisch zu legen. Dies war damals jede Menge Geld für einen noch unbekannten und jungen Spieler. Es sollte somit eine Investition in die Zukunft sein. Ein dynamischer, technisch starker, zentraler Mittelfeldspieler, der eines Tages in die Fußstapfen von Frank Lampard treten sollte. Und auch bei Chelsea machte er dort weiter, wo er bei Sheffield aufgehört hatte. Er überzeugte auf ganzer Linie. Um Spielpraxis auf höchstem Niveau zu bekommen, lieh der Verein ihn an Southampton aus, damals in der dritten englischen Liga, der League One. Stellt euch einmal vor, ihr habt einen Profivertrag bei Chelsea und seid mit 18 Jahren an einen weiteren Traditionsverein ausgeliehen, um erste Schritte als Profi zu machen. Es geht wirklich schlimmer, oder? Wettbewerbsübergreifend sammelte Mellis hier 15 Spiele und 2 Assists. Er kehrte jedoch zum Januar 2010 wieder zurück zu den Londonern. Alles halb so wild, seine Entwicklung hat dies nämlich offensichtlich nicht geschadet. Denn sein zuvor angesprochenes Debüt in der Königsklasse sollte sein nächster großer Schritt werden. Zudem lief er für diverse englische U-Nationalmannschaften auf und stach auch hier immer wieder heraus. Es lief somit alles perfekt. Naja, nach außen wirkte auch alles perfekt. Jedoch hatte Mellis mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. Er kam ständig alkoholisiert zum Training der Profis. In einem Interview sagte der Ex-Profi später: "Wenn man Alkohol trinkt, verliert man die Kontrolle über das, was man tut. Das und die durchzechten Nächte waren definitiv mein Untergang." Um euch noch einmal zu verdeutlichen, wie sehr sein Club auf ihn baute: sein Vertrag wurde trotzdem um 2 weitere Jahre verlängert. Doch Mellis reizte die Situation immer weiter und weiter aus. Eines Tages kam sogar Abwehrchef David Luiz zum Youngster und fragte ihn, ob er getrunken habe, und roch sogar an seinem Atem, denn der Geruch von Alkohol war nicht zu verstecken. Der Verein stellte ihm sogar Ashley Cole als seinen Mentor zur Seite. Doch alles vergeblich. Über sich selbst sagt Mellis heute, er wäre einfach eingebildet und arrogant gewesen und dachte, er müsste eigentlich an der Stelle der anderen Profis auf seiner Position spielen und er könnte sich alles erlauben. Eine Denkweise, die ihm später auf kuriose Art zum Verhängnis wurde, und zwar durch das Zünden einer Rauchbombe, die zu seiner Entlassung führte. Ihr habt richtig gehört, eine Rauchbombe. Und zwar endete, was eigentlich als ein Spaß begann, darin, dass das gesamte Gelände des Clubs evakuiert werden musste, da er fast die gesamte Kabine abbrannte. Es war für den Youngster der Anfang vom Ende. Zwar wechselte er noch zwischen Vereinen in der 2., 3. und 4. englischen Liga wie Blackpool oder Bolton hin und her, jedoch konnte er nirgends so wirklich Fuß fassen. Als er sich dann eine schwerwiegende Knieverletzung zuzog, musste er seine Karriere vorzeitig beenden. Seine Situation endete letztlich sogar in der Obdachlosigkeit. Er besitzt nun kein Zuhause, kein Auto, kein Einkommen und weiß nicht, wo er die nächste Nacht verbringen soll. Seine Familie und Freunde versuchen ihn so gut es geht zu unterstützen und versorgen ihn regelmäßig mit Schlafmöglichkeiten und wenn möglich auch etwas Geld. Von Tag zu Tag ist nichts geregelt.
Man denkt, sowas könnte einem nie passieren. Ich hatte eigentlich nicht vor, mich zur Ruhe zu setzen. Es ist schwierig, waren seine Worte in einem Interview. Auch äußerte er sich wiederholt zu seiner Alkoholsucht. Ich trinke so viel, wie ich kann, einfach um den Stress zu vergessen. Trotzdem gibt es für Mellis wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Und zwar ist es wieder der FC Chelsea, der ihm diverse Scouting-Zertifikate finanzierte, um eine Karriere als Scout oder Trainer anstreben zu können. Auch möchte er einen stationären Aufenthalt in einer Entzugsklinik vornehmen, um endlich den Fängen des Alkohols zu entkommen. Was haltet ihr von der Geschichte des einstigen Wunderkindes Jacob Mellis? Schreibt uns eure Meinung gerne einmal in die Kommentare. Kennt ihr noch andere Stories von Fußballern, die einen ähnlichen Absturz hingelegt haben? Vergesst auch nicht, dem Video ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Es würde uns wirklich viel bedeuten. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.